Guten Abend, sehr verehrte Zuschauer. Auch heute prägt die Flüchtlingsproblematik die Nachrichtensendungen des Tages. Dreimal so viel Geld wie bisher, um Flüchtlinge aus ihrer Seenot zu retten. Mit diesem Beschluss reagiert die EU auf die Situation im Mittelmeer. Doch keiner spricht davon, das Problem an der Wurzel anzugehen und der Frage nachzugehen, wie es denn kommt, dass überhaupt so viele Flüchtlinge den Weg nach Europa suchen. Unser Medienkommentar von gestern zeigt Hintergründe dazu auf. In der heutigen Sendung nun ergänzen und bestätigen wir diese, indem wir Ross und Reiter der tatsächlichen Ursachen der Flüchtlingsproblematik beim Namen nennen. So gehört zum Beispiel Thomas P.M. Burnett zu den gefährlichsten Befürwortern einer offensiven Völkervermischung. Er war früher Strategieberater des US-Verteidigungsministers Donald Rumsfeld und ist heute Chef von Wikistrat. Wikistrat ist eine geostrategische Denkfabrik, die im Dienste des US African Command tätig ist. Das US African Command wiederum ist ein Oberkommando für US-amerikanische Militäroperationen auf dem gesamten afrikanischen Kontinent, mit Ausnahme von Ägypten. In seinen Büchern The Pentagon's New Map, zu Deutsch die neue Weltkarte des Pentagon, meint also die neue Weltkarte des US-Verteidigungsministeriums, und in Blueprint for Action, zu Deutsch Bauplan für den Krieg, erweist sich Burnett als zynischer Befürworter der Globalisierung, deren Endziel sei, ich zitiere, die Gleichschaltung aller Länder der Erde. Erreicht werden soll dies, ich zitiere wieder, durch eine Vermischung der Rassen. In Europa würde laut Burnett auf diese Weise eine hellbraune Rasse mit einem durchschnittlichen Intelligenzquotient von 90 entstehen, die idealen Arbeitssklaven. Zur Information, derzeit beträgt der durchschnittliche IQ 100. Burnett warnt in seinen Büchern vor irrationalen Leuten, die diese Vermischung der Rassen bekämpfen werden. Im Weiteren droht er, jawohl, ich nehme die vernunftwidrigen Argumente unserer Gegner zur Kenntnis. Doch sollten sie Widerstand gegen die globale Weltordnung leisten, fordere ich, tötet sie. Selbstverständlich braucht es dringend Lösungen für die Flüchtlingskatastrophen im Mittelmeer. Diese jedoch werden letztendlich nur helfen, wenn sie an der Wurzel und bei den Verursachern der ganzen Flüchtlingsströme ansetzen. Informieren Sie deshalb Ihr Umfeld und speziell auch Politiker über diese Hintergründe. Langfristig ist das die effektivste Hilfe für die vielen Asylsuchenden, die auch nur für die Zwecke der neuen Weltordnung missbraucht werden. Danke für Ihre aktive Unterstützung. Guten Abend, sehr geehrte Zuschauer. Die Flüchtlingskatastrophen im Mittelmeer beschäftigen nachhaltig Europas Politiker. Denn in Libyen warten nach Angaben des Bundesinnenministers Thomas de Maizière weitere rund 1 Million Flüchtlinge auf die Überfahrt über das Mittelmeer in die EU. Es handelt sich um eine echte Völkerwanderung, sagte der CDU-Europapolitiker Elmar Brok zu Reuters. Die Rettung der Flüchtlinge aus dem Mittelmeer sei zwar wichtig, werde allein aber nicht helfen. Wenn wir nur mehr Schiffe einsetzen, werden in Libyen bald 2 Millionen Menschen warten. Bereits vor Jahren waren die EU-Politiker gewarnt worden, dass ein Zerwürfnis mit dem damaligen Machthaber Gaddafi Libyen destabilisiere und die EU-Südgrenze gefährde. Mit dem von der US-Regierung inszenierten Sturz Gaddafis endete auch seine ordnende Praxis, die der EU lange eine sichere Südgrenze gegeben hatte. Denn in einem Vertrag mit der EU hatte sich Libyen verpflichtet, Flüchtlinge in Auffanglagern zu sammeln und sie nicht in Boote nach Europa zu entsenden, sondern sie in ihre Heimatländer zurückzuschicken. Gaddafi war ein Diktator, räumte etwa EU-Kommissar Günther Oettinger ein. Er hat aber in unserem Sinne dort gewisse Regeln organisiert. Jetzt haben wir ein Chaos mit Milizen. Auch EU-Außenamtssprecher Martin Schäfer sagte dazu Folgendes. Das, was wir jetzt erleben, ist die Folge eines Militäreinsatzes, der das Regime Gaddafi hinweggefegt hat, aber nichts an seine Stelle gesetzt hat. Werden die warnenden Stimmen, welche vor unbegrenzter Aufnahme von Asylanten abraten, ebenso ungehört bleiben wie jene, die von einem Sturz Gaddafis damals abrieten?
Die G7 Außenminister waren sich bei ihrem Treffen in der vergangenen Woche einig, dass man die Flüchtlingsproblematik nur dann in den Griff bekommen kann, wenn man Libyen wieder stabilisiert. Wie das aber praktisch passieren soll, weiß von ihnen anscheinend niemand. Italiens Premierminister Matteo Renzi will nun das Problem mit aller Härte gegen die Schlepper angehen, die illegale Flüchtlinge in Europa einschleusen. Für Kenner der Szene ist es aber sehr fraglich, ob dieser Kampf gegen die Schlepper gewonnen werden kann, da diese nur austauschbare Handlanger seien. Die eigentlichen Drahtzieher säßen verborgen im Hintergrund und an sie heranzukommen dürfte sehr schwierig sein. Hinter den Zehntausenden Migranten, die jedes Jahr nach Europa kommen, steckt eine Industrie, die pro Flüchtlinge mehr als 10.000 Euro kassiert. Der Gewinn vom Menschenhandel werde nur noch von dem des Drogenhandels übertroffen. Wer sind aber nun diese kaltblütigen Drahtzieher, an die man nur so schwer herankommt? Um diese Frage zu beantworten, muss man zunächst einmal schauen, woher diese Flüchtlinge größtenteils kommen. Und zwar sind dies Länder, die vom sogenannten arabischen Frühling oder von ähnlichen, von außen geschürten Unruhen heimgesucht und zerrüttet wurden und nun keine Ruhe mehr finden. Hier werden die Menschen von den organisierten Flüchtlingsindustrien angeworben, indem man ihnen eine goldene Zukunft in Europa verspricht. Dies wird zum Teil sogar von den örtlichen Medien unterstützt. Auch aus Schwarzafrika werden Flüchtlinge geworben, von denen aber sehr viele beim Durchqueren der Sahara sterben, mehr noch als über das Meer. Doch hierüber schweigen die Medien. Endlich in Italien angekommen, werden Asylanten, denen die italienische Behörde angeblich nicht mehr Herr werden kann, mit neuen Pässen und Bargeld ausgestattet und gezielt nach Deutschland geschickt. Dort überfüllen solche Flüchtlinge Ersteinrichtungslager und Auffangstellen. Krankenhäuser und Behörden sind überfordert. Trotz allem guten Wollen und aller herzlichen Hilfsbereitschaft. Die Flüchtlinge selbst merken spätestens da, dass die ihnen so versprochene goldene Zukunft in Europa nicht den Tatsachen entspricht und auch nicht entsprechen kann. Kein Wunder, dass diese betrogenen und enttäuschten Menschen ein hochexplosives soziales Unruhepotenzial bilden. Aber wer instrumentalisiert Menschen, das meint, nicht nur die Flüchtlinge, sondern auch die profitgierige Flüchtlingsindustrie und nicht zuletzt auch die natürliche Hilfsbereitschaft der gastgebenden Länder in solch hinterhältiger Weise. Flüchtlinge berichten angesichts dieser Frage erstaunlicherweise davon, dass ihre Transportschiffe unter amerikanischer Flagge liefen. Augenscheinlich sitzt die US-Regierung und ihre dahinterstehende Finanzoligarchie bei dieser Völkerwanderung in der Regie. Was aber bringt sie dazu, illegal Flüchtlinge in Europa einzuschleusen? Sind es höchst löbliche, uneigennützige, humanitäre Beweggründe? Wohl kaum, denn die US-Regierung schützt ihre eigenen Grenzen gegen illegale Einwanderer absolut eisern und unbarmherzig. So ist zum Beispiel die Grenze zu Mexiko mit einem 5 Meter hohen Grenzzaun abgesichert, der sich über 3.169 Kilometer erstreckt. 17.000 Grenzwächter patrouillieren entlang der Abzäunung, mit Flugzeugen, Hubschraubern, Kameras, Drohnen und Sensoren, die auf Erschütterungen im Boden reagieren und viele mehr, suchen die US-Grenzwächter nach illegalen Grenzgängern. Wer erwischt wird, wird festgenommen und ohne Wenn und Aber zurückbefördert. Bei uns hingegen bringen US-Schiffe zigtausende von Flüchtlingen nach Europa. Wie würde wohl die US-Regierung reagieren, wenn plötzlich französische oder italienische Schiffe mexikanische Einwanderer in ihr Land einschleusen würden? Dies ist eine entscheidende Schlüsselfrage bei der Betrachtung der Flüchtlingsproblematik. Für die europäischen Länder bringt nämlich eine anhaltende US-Flüchtlingsstrategie existenzielle Probleme mit sich. Das wäre in den USA genauso. Deswegen macht man dort die Grenzen absolut dicht. Somit entpuppt sich die ganze künstlich inszenierte Flüchtlingskatastrophe nun als moderne Kriegsführung der US-Regierung und der dahinterstehenden Finanzoligarchie. Man könnte es auch so ausdrücken. Zunächst fielen in Libyen die Bomben und in Europa fallen, bildlich gesprochen, nun die Flüchtlinge. Ein hochexplosives Problem.
Das ist also nichts anderes als ein fein ausgeklügelter Wirtschafts- und Finanzkrieg, der auf diesem Weg gegen Europa und speziell gegen Deutschland geführt wird. Es ist aber auch ein sozialer Krieg, denn er beinhaltet ebenso eine gezielte Unterwanderung der Familie, der Arbeitsplätze, der Kultur und Bildung. Das Ziel dieses Krieges ist klar umrissen. Es ist dasselbe wie damals beim sogenannten arabischen Frühling. Europa soll als politische, wirtschaftliche und kulturelle Größe aufgelöst werden, beginnend bei den einzelnen Ländern. Zurück bleibt ein riesiger, destabilisierter Europabrei ohne nationale Identitäten. Ein aufgeriebenes Chaos, das sich erschöpft in die neue Weltordnung der globalen Finanzoligarchie einreihen lässt, wozu die Nationalstaaten Europas nie bereit gewesen wären. Genauso wenig, wie es die blühenden Staaten vor dem arabischen Frühling gewesen wären. Darüber, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, lohnt es sich nachzudenken. Guten Abend. Wie funktionieren moderne Kriege? Erstens destabilisieren. Der Angreifer schürt Unruheherde im Land seines Zielobjekts. Er destabilisiert das Land seines Zielobjektes bis hin zu Bürgerkriegen. Zweitens, wie tut er das? Er nimmt zuerst einmal Kontakt auf zu allen unzufriedenen und gewaltbereiten Gruppierungen, Rebellen oder Lohnterroristen im Land seines Zielobjektes auf. Ihm spielt es dabei keine Rolle, ob diese gewaltbereiten Rebellen sich aus Fußballfans, religiösen Fanatikern, links, rechts oder sonst wie Extremen zusammensetzen. Nur gewaltbereit, kaltblütig und loyal müssen sie sein. Der Angreifer stellt jeder dieser Gruppen eine bessere Zukunft mit Mitspracherecht und vielen Vorteilen vor Augen. So kämpft jeder Motivierte für die Durchsetzung seiner eigenen individuellen Ziele. Jede sich auf diesem Weg heranbildende terroristische Einheit akzeptiert vorübergehend auch völlig anders geartete Gruppierungen. Jede Gruppe sieht in der gemeinsamen Stoßkraft vorerst einmal nur Vorteile. Das Motto? Synergie über alles, gemeinsam schlagen, getrennt marschieren. Der Angreifer bildet also bunt durchmischte Terrorgruppen heran. Mag sich eine extreme Rebellengruppe gar nicht mit Andersgesinnten vermengen, so spielt das dem Angreifer auch keine Rolle. Er setzt sie separat für besonders auserwählte Ziele ein, so zum Beispiel für Selbstmordattentate oder ähnliche. Drittens, Ausrüstung und Finanzierung. Über Söldner seines eigenen oder auch eines fremden Landes bildet er die zuvor gesammelten Rebellengruppen zu Terrorgruppen aus. Dies tut er, wenn möglich, außerhalb des Landes seines Zielobjekts. Er errichtet dazu geheime Ausbildungslager, möglichst nahe seinem Zielort. Wenn dies nicht geht, fliegt er sie auch von überall sonst her ein. Er liefert den Rebellen Waffen und Munition in beliebiger Menge. Er gibt ihnen Lohn für den Kampf. Viertens, der Angriff. Der ausländische Angreifer setzt nun seinen Schlachtplan gezielt in die Praxis um. Je nach Strategie greift er auch ganz gezielte zivile Personen und Einrichtungen an. Sein Ziel ist eine möglichst große Aufmerksamkeit der Völker und der Schrei nach Hilfe von außen. Im Mittelpunkt der Pressemitteilungen steht jetzt natürlich nicht der alles organisierende Angreifer, sondern entweder die schlechte Regierung des zu stürzenden Landes oder je nach Bedarf die Rebellen, sprich die terroristischen Einheiten. Fünftens. Die Ziele des wahren Angreifers sind immer dieselben. Möglichst große Schwächung des Zielobjektes von innen her, gezielte Schuldzuweisungen an Zielobjekt, möglichst große Verwirrung und Ohnmacht der Völker, möglichst großes Verständnis für einen militärischen Hilfseinsatz von außen her, Umsturz und Beseitigung der Zielregierung, Einsetzung einer neuen Regierung aus den Kreisen der gutartig erklärten Rebellen. Rückzug der Truppen, um das Land sich selber zu überlassen, auf das es ins totale Chaos stürzt. Erneutes radikales Eingreifen zur Beseitigung aller zuvor verwendeten Helden, nun aber nur noch Terroristen genannt. Übernahme des Landes bzw. deren Ressourcen, Reparationszahlungen nach Belieben. Sechstens, sich als Retter feiern lassen. Siebtens, dieselbe Übung im Großen.
Was der Angreifer mit zusammengewürfelten Rebellentruppen in einzelnen Ländern getan hat, das tut er nun im großen Stil. Ganze Länder sind jetzt seine auserwählten Rebellentruppen. Mit diesen umzingelt er seine größten Rivalen, die er alleine niemals schlagen könnte. Zuvor schürt er Provokationen, die er gezielt seinen größten Rivalen in die Schuhe schiebt. Er bringt seine erwählten Rebellenländer dazu, mit ihren eigenen Waffen und Armeen gegen seine größten Rivalen auszuziehen. Erst wenn alle Länder ihre letzte Munition verschossen, ihre besten Leute verloren haben und ruiniert sind, greift der eigentliche Menschenfeind, der wahre Angreifer und Kriegstreiber ein, um nun alle miteinander zu besiegen. Wer sind die großen Verlierer? Alle, die sich von diesem hinterhältigen Angreifer und Kriegstreiber betören und gebrauchen ließen. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.